Der Bundestag ist zu groß, denn die Arbeitsfähigkeit leidet inzwischen unter der Vielzahl von Abgeordneten. Es gibt nicht genug Räume, da stoßen wir an die Kapazitätsgrenzen. Und es ist auch nicht so, dass ein größeres Parlament mit mehr Abgeordneten zwingend bessere politische Qualität produziert und größere Bürgernähe. Deshalb ist es Zeit für eine Reform des Wahlrechts. Unser Ziel als Freie Demokraten ist, wir wollen den Bundestag verkleinern, gleichzeitig aber die Proportionalität erhalten. Das heißt, die Zahl der abgegebenen Zweitstimmen entscheidet über die Zusammensetzung des Parlaments. Jede Stimme muss den gleichen Wert haben, den gleichen Erfolgsbeitrag leisten zur Zusammensetzung des Parlaments. Wir haben dann konkret jetzt Vorschläge gemacht, zusammen mit den Fraktionen von Grünen und Linkspartei, um deutlich zu machen, es ist nicht nur eine Idee von einer Fraktion, sondern dahinter steckt eine größere Logik. Unser Vorschlag ist, die Zahl der Direktwahlkreise, in denen Abgeordnete mit der Erststimme gewählt werden, zu reduzieren. Dadurch reduziert sich zugleich auch die Zahl der Abgeordneten, die über die Liste ins Parlament gewählt werden. Und dann wird es sicherlich noch Überhangmandate geben. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mehr Wahlkreise gewinnt, als ihr eigentlich nach dem Ergebnis der Zweitstimmen im Verhältnis zustimmen würde. Und das wird dann auch ausgeglichen. Und genau diese Überhang- und Ausgleichsmandate, die haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass der Bundestag größer geworden ist, weil wir eben mehr Parteien haben und nicht zwei Parteien alleine so eine große Dominanz haben, dass sie mit sehr großem Vorsprung Wahlkreise gewinnen können. Da hat sich das Parteiensystem verändert. Was wir nicht wollen, ist Überhangmandate hinnehmen, die nicht ausgeglichen werden. Davon würde einseitig nur die Unionsfraktion, würden CDU und CSU profitieren. Deshalb schon nachvollziehbar, dass die den Vorschlag machen, nicht alle Überhangmandate ausgleichen. Es ist nachvollziehbar, dass sie es machen. Man kann den Versuch auch unternehmen, aber nein, das wollen wir nicht, denn für uns gilt, wie ich eben sagte, jede Stimme soll den gleichen Erfolgswert, den gleichen Beitrag leisten zur Zusammensetzung des Bundestags. Und beim Vorschlag von CDU und CSU wären quasi Stimmen für die mehr wert als für eine andere Partei. Und das kann ich nicht als fair und demokratisch empfinden. Deshalb werben wir für unseren Vorschlag.